Ich höre Stimmen. Es sind schon alle zum Leben erweckt. Was heißt schon? Wir haben kurz vor 10 Uhr, so langsam sind sie alle aus ihren Kästchen rausgekrabbelt. Wir haben gestern Abend sehr schön gesessen und uns durchräuchern lassen und gequatscht bis um 12 Uhr mit Kai noch. Und dann waren wir aber alle in den Kisten und ja, war sehr, sehr schön gewesen gestern Abend. Ich glaube den Platz. Genau, zu dem bist du. So, ich zeig jetzt auch noch mal das leckere Speckbrot. Und wer der lieben Susanne das Rezept auf jeden Fall mal abspenstig machen und ausprobieren. Das schaut gut aus. Das ist doch geheim, das darf nicht über die Grenze. Ach so. Ich muss es ja nicht verraten, ich brauche es ja nur zu machen. Claudia muss wohl nach Hause laufen oder wir nehmen sie mit. Aber ich weiß nicht. Freunde, wir sind angekommen und zwar befinden wir uns gerade oberhalb vom Sustenpass und jetzt wird noch was Leckeres gekocht. Wir sind heute weitergefahren, weil die anderen sind in eine für uns nicht so interessante Richtung gefahren, weil dann hätten wir noch mal wieder zurückfahren müssen und dann morgen wieder in die andere Richtung und da haben wir gesagt, nee, das ist uns nichts. Da sind wir heute schon weitergefahren und jetzt wollen wir mal schauen. Ja, Ziel ist noch irgendwo ins Berner, was hat er gesagt, Berner Oberland oder wie? Ja. Und ins Wallis, weil da waren wir noch nicht.
vielleicht noch mal den Mori-Gletscher besuchen, den wir ja im Juni nicht besuchen konnten, weil da die Passstraße gesperrt war. Und bis Wochenmitte soll das Wetter noch schön bleiben. Und dann müssen wir mal schauen, weil dann soll es auch schon langsam Schnee liegen und dann ist das sowieso vorbei mit oben auf der Pässe mit Sommerreifen. Und das wollen wir jetzt noch ausnutzen und mal gucken, wo es uns morgen dann so hin verschlägt. Ja. Jetzt kochen wir erstmal ein bisschen, damit der gute Mann, der heute gefahren ist, was zu essen auf den Tisch kriegt. Und dann werden wir den Abend noch heute gemütlich ausklingen lassen. Hier ist es übrigens sehr frisch. Wir haben wie viel Grad? Keine Ahnung. Ja, also, okay, ganz kalt. Ganz, ganz kalt ist es hier oben. Aber hier drin ist mummelig. Mummelig. Hallo, liebe Videofreunde. Ja, wir hatten gestern ein mega Plätzchen zur Übernachtung, nämlich hier auf dem Sustpass. Haben wunderbar hier geschlafen, hatten einen traumhaften Ausblick. Jetzt füllt sich das Ganze hier oben natürlich, weil man hier natürlich mal Stopp macht und Halt macht. Es ist auch eine Gaststätte hier. Und ja, wir haben uns gestern Abend da noch ein bisschen geübt, und zwar in Nachtfotografie. Ich habe hier von der Katja Seidel, die hat die Webseite nachtlichter.de, ein Buch, und darin habe ich gestern geblättert, und dann haben wir uns gestern Abend hier mal hingestellt, ein paar Sachen schon mal ausprobiert. Ich glaube, es sind sogar schon ein, zwei Sachen ganz gut geworden. Wer daran Interesse hat, wer so etwas gerne mag, also ich kann euch dieses Buch wärmstens empfehlen. Es ist sehr, sehr, sehr ausführlich geschrieben, bis in jedes Detail an alles gedacht, von Apps über Technik, natürlich auch über die Fotografie, wie man am besten fotografiert, welche Einstellungen und so weiter. Also es ist ein richtig dickes Buch. Ich zeige euch das nachher nochmal. Und ja, hat Spaß gemacht. Und das werden wir natürlich jetzt versuchen, noch die Woche ein bisschen auszutesten, solange wie das Wetter schön ist. Ja, und wir werden jetzt hier in der Nähe bleiben, weil jetzt hat man bis Mittwoch noch gutes Wetter gemeldet, aber ab Donnerstag dann nicht mehr, und deswegen fahren wir auch nicht so weit. Wir bleiben hier in der Umgebung. Die Schweiz ist überall schön, und schauen uns mal noch ein paar Plätzchen an. Also, lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr dabei bleibt und seid. Wir freuen uns natürlich über jeden Daumen nach oben. Und vor allen Dingen auch über die Abos. Wir wollten nochmal Danke sagen, dass ihr uns immer so schön begleitet. Es macht Spaß, uns auch auszutauschen mit euch, einige Treffen schon gehabt zu haben. Und das ist also wirklich sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. Ich sag jetzt mal bis demnächst oder bis später, wie auch immer. Und ja, bleibt dabei, seid gespannt. Bis dann. Tschüss. Und jetzt zeige ich euch nochmal diesen herrlichen Ausblick hier.